zweite Jahr hier in Leipzig, nachdem es so schnell und steil bergauf ging. Von Fürth nach Hoffenheim. Einwurf für Sintrüden, geht auch in Ordnung. David Raum war da als letzter am Ball. In der ersten Viertelstunde noch ohne wirkliche Chance, offensiv was zu kreieren. Bis auf eine Ecke mit einem 1:0-Sieg gegen Standard Lüttich die Saison begonnen hat. Gut gespielt wieder von Šeško, kein Abseits. Olmo kriegt den Ball nicht quer zu Kollege Timo Werner. Wieder guter Ballbegewinn von Dudu Haidara. Da ist Platz da für Xavi Simons. Dani Olmo. Ein ums andere Mal bleibt er nochmal mit dem letzten Haken hängen, aber der Weg dorthin, der sieht schon richtig gut aus. Die erste Hälfte der ersten Hälfte ist soweit durch. Kleines Fazit kann man schon mal ziehen. RB hat das Ding hier sehr gut im Griff. Dani Olmo, Xavi Simons, Benjamin Šeško, Timo Werner, alle gut eingebunden. Jetzt nicht viele hundertprozentige Torchancen. Heftiges Einsteigen gegen Timo Werner. Jetzt eben Šeško mal als Vorbereiter. Werner, der uneigennützig nochmal querlegt. Und das ist der erste Abschluss. Schon augenscheinlich. Auch der Clubbesitzer ist Japaner. Und deshalb ist bei Sintrüden der Kader ein Mix aus Belgischen gegeben hat, drauf zu gehen, dicht zu machen. Und dann war auch der Ballgewinn schnell da. Olmo. Gute Bewegung von ihm. Sehr guter Einsatz von Xavi Simons. So, jetzt der Fünffachwechsel bei Sintrüden.